Das Jahr 1929 wird ein Notjahr werden für alle in Deutschland, nicht nur für die schleswig-holsteinischen Bauern, die schon in Not sind. Viele von ihnen können die zu hohen Steuern nicht mehr zahlen. Immer öfter kommt es zu Zwangsversteigerungen auf dem Land und immer größer wird die Erbitterung der Bauern. Sie sammeln sich in der Landvolkbewegung gegen den Staat, der ihnen nicht hilft, sondern seine Vollstreckungsbeamten gegen sie ausschickt. Der Anzeigenwerber und Aushilfsjournalist Tredup von der Chronik für Altholm und Umgebung ist Zeuge, wie die Bauern von Barkenfleet die Zwangsversteigerung zweier gepfändeter Ochsen verhindern und wie der Landvolkführer Reimers Feuer legen lässt, um den Finanzbeamten das Wegbringen der Ochsen unmöglich zu machen. Die Fotos verkauft Tredup für 1000 Mark an die Regierung in Schleswig. Das Geld vergräbt er. Es soll Notgeld sein für den Fall, dass es mal gar nicht mehr weitergeht. Er hat kein festes Gehalt und von den paar Mark Provision für die Inserate und den 5-Pfennigen pro Druckzeile kann er nicht leben mit Frau und 2 Kindern. Aufgrund der Fotos wird Reimers identifiziert, verhaftet und nach Altholm gebracht. Ein Bombenanschlag auf das Regierungspräsidium in Schleswig versetzt das Land in Aufregung und am 1. August versammeln sich Tausende von Bauern auf dem Marktplatz in Altholm, um Reimers, der an diesem Tag aus der Haft entlassen werden soll, mit einer Demonstration zu empfangen. Der sozialdemokratische Altholmer Bürgermeister Gareis hat die Demonstration erlaubt. Er will Frieden mit dem Landvolk, denn die Geschäftsleute der kleinen Industriestadt leben vom Handel mit den Bauern. Und Gareis ist der Ansicht, dass man Demonstrationen grundsätzlich ins Leere stoßen lassen müsse. Er handelt damit gegen den erklärten Willen des Regierungspräsidenten, der die Bauern für Staatsverbrecher hält, weil sie seinen Verwaltungsapparat ins Stocken bringen. Verärgert über die Eigenmächtigkeit des Bürgermeisters, der sein Parteigenosse ist, schickt der Bürokrat Temborius einen als Bauer verkleideten Kommissar von der politischen Abteilung als Provokateur nach Altholm, um so durch selbst geschaffene Zwischenfälle den Einsatz der von Gareis zurückgewiesenen Kieler Schupo zu erzwingen. Spezialbeobachter. Polizeioberinspektor Frerksen steht an diesem Tag vor einer unlösbaren Aufgabe. Er kann nicht, wie Gareis es verlangt, den Zug schützen und gleichzeitig, wie Temborius es will, scharf gegen die Bauern vorgehen. Frerksen ist von Anfang an unsicher. Und weil er unsicher ist, macht er Fehler. Er lässt sich provozieren. Er versucht vergeblich, die ihm gefährlich scheinende Fahne mit der gerade geschmiedeten Sense zu beschlagnahmen. Und er lässt schließlich seine Polizisten mit dem blanken Säbel gegen die Bauern vorgehen. Inzwischen war der Provokateur der Regierung erfolgreich. Tunk informiert Gareis absichtlich falsch, indem er den Ernst der Zwischenfälle maßlos übertreibt. Die Masse des demonstrierenden Landvolks hat von dem Kampf um die Fahne gar nichts bemerkt. Erst in der Auktionshalle erfahren die Bauern, was geschehen ist. Und was die Ereignisse selbst nicht vermochten, das bewirkt nun die Schilderung der Ereignisse. Unter dem Eindruck der falschen Information hat Gareis die Schupo eingesetzt und die Versammlung, da sie unfriedlich geworden sei, auflösen lassen. Am Abend nach der Demonstration will der Bürgermeister es nicht wahrhaben, was ihm sein junger Assessor sagt, dass er nämlich allein stehen werde in dem Kampf, der nun komme. Was war schließlich? Ein kleiner Zwischenfall bei einer Demonstration in der Holzerei. Berlin hat das alle Tage. Es darf kein Pressegeschrei geben, dann ist das alles in einer Woche vergessen. Und Tredup schreibt Adressen. 1000 Stück für 5 Mark. Das Geld unterm Baum verheimlicht er, auch vor seiner Frau. Thank you.
Was ist mit dem Geld für die Bilder? Mit den 1000 Mark? 1000 Mark? Ich soll Geld bekommen. Aber ob es 1000 Mark sein werden und wann, das weiß ich nicht. Dreh dich um, Max. Sieh mich an. Du brauchst mir nicht anzusehen. Ich weiß so, dass du lügst. Wo soll ich denn 1000 Mark haben? Du siehst doch meine Sachen immer durch. Ich tue ja. Du hast sie schon. Irgendwo. Was soll ich den Kindern heute kochen? Cremisch. Sieht schon Gesicht, wenn ich ihm mal zuschreiben lasse im Buch. Vielleicht gibt Feng Vorschuss. 10 Mark. 32 schuldig schon wieder. Wo hast du die 1000 Mark? Warum gibst du das Geld nicht hier? Gibst du sonst alles Geld her? Ich habe keine 1000 Mark. Doch, hast du. Was willst du tun? Willst du weg von uns? Was soll werden, wenn das neue Kind kommt? Das neue Kind? Was von keinem? Weiß genauso gut wie ich, dass es neulich Nacht geschnappt hat. Nichts hat es. Bildest dir das ein, weil du Geld willst? Doch hat es. Was nützt es denn, wenn du ein Jahr aufpasst und dann einmal nicht? Hätte ich in dem Jahr auch nicht aufpassen. Also kein Unsinn, immer sollst du aufpassen oder gar nicht. Wenn er es wirklich geschnappt hat, in Altona in einem Hinterhaus ist eine Frau, die bringt es weg. Woher weißt du denn das? Die Frau ist gut. Sie macht es mit Wasser und einer Spritze. Wer hat dir das gesagt? Jetzt auf! Bleib ich liegen! Dass die Kinder wach werden. Und ich habe das Geschrei von 5 an in der Früh. Das Geld. Ich habe keins. Wo willst du denn die Frau bezahlen? Die verlangt doch sicher 50 oder 100 Mark. 25. Und woher willst du die nehmen? Die pumpe ich mir. Wer wird die schon 25 Mark pumpen? Keiner. Doch, die bekomme ich gepumpt. Von wem denn? Na, zum Beispiel Stuff würde sie mir sicher pumpen. Ausgerechnet Stuff. Hermann Stuff. Jawohl, Stuff. Ausgerechnet Stuff. Ach, hat der dir wohl auch von der Frau erzählt? Ganz jemand anders hat es mir gesagt. Wer denn? Na, Stuff nicht. Ich hab doch immer gedacht, dass die Henny, mit der Stuff ging, dick war. Und einmal war sie schlank wie eine Tanne. Ihr Weiber. Bildet euch immer so eine Sachen ein. Da muss Stuff dir aber mindestens 100 Mark geben. Sonst kann er böse reinfallen. Ich habe dir doch gesagt, Stuff war's nicht. Verrückt bist du. Verrückt, verrückt. Immer wirst du Geld haben. Das geht in einer Tour. Erst 1000 Mark, jetzt 100 Mark. Geld, Geld, Geld! Ja, schrei nur! Dass die Kinder wach werden. Die hängen sie ja nicht an der Schürze und platten, dass sie Hunger haben. Fräulein Lange hat mir auch sagen lassen, ich darf die Grete nicht mehr ohne Schlüpfer in die Schule schicken. Die Jungs gucken danach. Gib mir Geld für Schlüpfer. Geld, Geld, Geld. Ein Schwein werde ich noch. Ich werde Geld aus dem Geldschrank nehmen.
Wird er einem sein Geld klauen, wenn er besoffen ist. Ich werde die Grete zum Mann zuschicken in der Calvinstraße. Der regt sich an kleinen Kindern auf. Geh, geh, geh ins Geschäft. Geh auf die Straße, geh hier weg. Er hat 1000 Mark und redet Schweinereien über seine Tochter. Bloß, dass er das Geld für sich behält. Geh! Ich brauch den Kaffee. Die Wandler wird auf sein. Die pumpt mir schon Blut. Übrigens, die Sache mit der Chronik ist jetzt auch soweit. Der Kauf ist perfekt. Schabelt hat heute Nacht unterschrieben. Aha. Was für Bedingungen? Ja, nichts habe ich ihm konzidiert. Ich bitte Sie, wo ihm das Wasser bis zum Hals steht. Er soll froh sein, wenn ich ihm die Wohnung lasse. Außerdem ginge das auch nicht, ihn ohne Wohnungsamt hinauszusetzen, Herr Gebhardt. Eben. Heinzius ist draußen. Er will Ihnen seinen Riem über die Bauerndemonstration gestern vorlesen. Er soll warten. Ich lese meine Zeitung von hinten. Was vorne drin steht, ist mir ganz egal. Die Anzeigen, die machen's. Ein schlechter Tag heute. Kaum 2 Seiten Anzeigen. Wir werden stopfen müssen. Ich habe da etwas geschrieben. Eine Spalte. Ich habe es betitelt Schwarze Fahne, schwarzer Tag. Könnte das nicht als Angriff gegen die Bauern aufgefasst werden? Verstehen Sie es so? Das hatte ich nicht beabsichtigt. Also sagen wir lieber Schwarzer Tag. Das trifft immer die andere Partei. Ja, legen Sie los. Krieg und Friede. Friede ist besser als Krieg. Das Symbol, die Sense. Dräuendes Zeichen, wenn sie gerade geschmiedet gen Himmel weist. Man biege ihr Gelenk, schon weist sie zur Erde, friedliches Arbeitssymbol. Absatz. Die schwarze Fahne. Seeräuberzeichen. Kampf und Sieg der Gewalt. Und doch wieder aus Nacht und Dunkel wird alles geboren. Der weiße Pflug pflügt die schwarze Erde, friedlicher Arbeitssymbol. Das rote Schwert habe ich besser fortgelassen. Ich habe hier eine kleine Anzeige vom Huthaus Mingel, die ich unbedingt auf die erste Seite bringen möchte. Auf die erste Seite in diesen Artikel? Wir bekommen 50% Aufschlag. Dann freilich. Ja, bitte weiter. Er folgt noch einiges über die bewegte Zeit, die Not des Landes, die politische Zerrissenheit und so weiter. Wen trifft's? Keinen. Gut. Dazu noch der amtliche Bericht. Wir werden jedem gerecht. Gerechtigkeit ist immer mein Bestreben gewesen. Und dem Stuff untersage ich es, die Polizei anzumisten. Dem Stuff? Stuff. Stuff von der Chronik? Herr Stuff ist ab heute mein Angestellter. Herr Gebhardt, heißt das... Da, lies, Redo. Lies! Was für ein Morgen. Das Leben freut einen wieder. Alle werde ich anmisten. Ja. Herr Bürgermeister! Na ja, in einer halben Stunde spätestens muss ich den amtlichen Bericht hier haben. Stimmung? Na ja, das ist schon so eine Stimmung. Ja, eins steht fest, der Fraxen ist erledigt. Dass der einen ungeheuren Bockmist gemacht hat, können auch selbst Sie nicht bestreiten, Herr Bürgermeister. Natürlich greife ich ihn an. Feste greife ich ihn an. Tüchtig gebe ich es dem. Warum?
Ja, Herr Bürgermeister, da müssen Sie heute Mittag mal statt der Volkszeitung die Chronik lesen. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Wem habe ich es gegeben? Was? So hat die Chronik noch nicht mit dem Bürgermeister gesprochen. Ich finde, so schlecht ist Garas gar nicht. Was hast du eigentlich gegen ihn? Ich kann ihn nicht ausstehen. Er ist mir zuwider. Er gehört der Partei an, die ich für den Untergang Deutschlands halte. Sozialdemokraten haben die Soldaten in den Schützengräben aufgeputscht. Sozialdemokraten haben kaputt gemacht, woran wir glaubten und wofür wir gekämpft haben. Sozialdemokraten haben Deutschland ausverkauft. Wo muss man einen denn hassen, nur weil er politisch anders denkt? Das hat da nichts mit Denken zu tun. Das sitzt im Blut, das sitzt im Gefühl. Immer wenn ich ihn sehe, immer wenn ich seine Stimme höre, Phileas, der Bonze, ich kann ihn nicht ausstehen. Aber wenn Fraxen den Mist gemacht hat und Garais deckt ihn, ist das doch nur anständig. Garais und anständig. Der mag noch so ernstlich arbeiten wollen. Der mag es noch so ehrlich meinen manchmal. Er ist ein Bonze und er bleibt ein Bonze. Und den Fraxen deckt er doch nur, weil die Roten immer zusammenhalten, wenn es gegen die Bauern geht. Was ist denn das? Schwein, du bist die Stunde gekommen, wo du alle deine Sünden wieder gut machen kannst. Tritt ein in die grüne Front, gib es den Roten, komm. Man muss unterscheiden zwischen dem Menschenstuft, den wir lieben, und dem Journalisten, der Schwein ist. Ja. Du bist eins, widersprich mir nicht, du bist ein Riesenschwein. Ja, ja. Du warst selber mal Journalist. Stuff, wir sind geschlagen, die Roten haben uns tomatscht. Aber wir feiern es als Sieg. Der Fraxen ist ein Schwein, ein Riesenschwein. Wisst ihr schon die Sache mit seinem Säbel? Der Säbel steht dem Fraxen wie im Juden das Schwert. Das ist aber ein Wahnsinn, mit dem Säbel auf die Leute loszugehen. Wozu haben denn die Polizisten eigentlich Gummiknüppel? Schreibt das auf, Stoff. Hab ich ja, ich werde es euch vorlesen. Nicht vorlesen. Also kein Cognac hier. Wir haben die ganze Nacht gesungen. Und du hast gezählt, Stuff. Du weißt doch immer die dreckigsten Witze. Wie war noch der mit der Hose? In der Köchin. Nein, erst lese ich euch vor. Weißt du schon, dass wir unser Reitturnier in Altholm absagen wollen? Also hör doch mal zu, was ich geschrieben habe. Was du schon schreibst, du verrätst uns ja doch wieder. Als Schwein bist du geboren, als Schwein lebst und als Schwein wirst du krepiert. Stell das Telefon ab, Stuff, du Arme. Das ist doch bloß Tuerei, wenn ich ihr Telefon habe. Du schreibst ja doch alles ab. Tu ich auch fein. Jetzt gleich? Das ist ja verständlich, Herr Schaffel. Jetzt gleich. Ein Cognac haben. Muss mal schnell zum Chef raus. Wo bleibt denn der Cognac? Vorlesen, du hast es versprochen. Das kann auch der Tredow. Nicht wahr, Tredow? Du liest es ihnen vor. Ja. Soll ich jetzt vorlesen? Plasch, Syndikus des Kreishandwerkerverbandes. Sagen Sie mal, mit welchem Namen nannte Sie doch eben Herr Stuff? Wie war doch Ihr Name?
Tredo. Max Tredo. Darf ich jetzt vorlesen? Sind Sie vielleicht das Schwein, das die Bilder aus Barkenfleet an die Staatsanwaltschaft verscheuert hat? Das Schwein hieß auch Tredop. Bilder? Nein, ich habe keine Bilder verkauft. Wenn ich dir jetzt den Schädel einschlage, Wanze. Glatt mit der Krücke über deinen Verräterschädel. Und was wird aus mir? Sie wollen dich behalten. Keiner hat so gute Verbindungen hier. Und du kannst schreiben. Und wenn ich nicht will? Was willst du sonst tun? Du bist nicht mehr Jungstoff und gehst nicht mehr fort von Altholm. Tut mir leid, Stoff. Du musst versuchen, in letzter Stunde ein wenig vor denen zu kriechen, damit sie dich übernehmen. Deshalb habe ich es dir gesagt. Und warum soll es geheim bleiben? Weil es schlecht fürs Geschäft ist, wenn die Leute merken, dass die Konkurrenz keine Konkurrenz mehr ist. Redet der Gepard viel rein? Mit Garis kann der Gepard nicht gehen, sonst springen ihm die Inserenten ab, die Mittelständler. Und den Mittelstand kann er nicht vertreten, weil die Mehrzahl seiner Abonnenten Arbeiter sind. Wie mache ich das? Ohne dass ich für oder gegen irgendwas oder irgendwen sein darf. Winde dich durch. Von Fall zu Fall. Wie alle. Erschossen. Weg. Tot. Ausgelöscht. Gib mir das Manuskript. Haben die das gelesen? Nee. Totschlagen wollten sie mich. Was du für ein Glück hast. Ich wünschte, mich schlüge einer tot. Dynastie Gephardt beginnt ihre Herrschaft. Sachte, leise, nur dem Gegner nicht wehtun. Ich darf nicht. Tredop, ich darf die Roten nicht anmisten. Gephardt? Schappelt hat verkauft heute Nacht. Mit Rups und Stups und uns. Legst du ein gutes Wort für mich an? Ich darf nichts mehr schreiben. Gar nichts. Ja. Wenn du mir helfen willst, dass ich angestellt werde mit festem Gehalt, dann will ich dir einen Weg sagen, dass du doch stänkern kannst. Er hat klipp und klar verboten, ich darf nicht mehr schreiben. Du nicht? Gut. Ich helfe dir, du wirst angestellt. Wie viel brauchst du? Mindestens 150. Ist doch Quatsch. Wie willst du denn davon leben mit Frauen und Kindern? Machst doch bloß wieder dieselben Zicken wie mit den Bildern. 200 mindestens. Und du hilfst mir? Ehrenwort. Na, Ehrenwort. Gut. Also du darfst nicht schreiben.
Aber wenn du einen eingesandt bekommst von einem Abonnenten, dann musst du es doch bringen. Du kannst doch deine Abonnenten nicht vor den Kopf stoßen, besonders wenn sie gut inserieren. Wer ist der Abonnent? Ich kann gut mit Textil brauen. Ich schreibe eins in seinem Namen, ich sag's ihm hinterher. Und was? Na, stänkern muss man. Sie unruhig machen, die Leute. Der Plosch und der Feinbube, die haben da vorhin was gequasselt von Reitturnier absagen. Mensch, Max. Wenn es eine Schweinerei zu machen gibt, bist du unübertrefflich. Damit machst du alle deine Sünden wieder gut, mein Sohn Tredopf. Das trifft ins Schwarze. Wegen des Turniers. Mein Gott, wenn uns das auch noch aus der Nase geht. 6.000 Bauern, 3 Tage lang in Altholm. 6.000, 10.000. Da hat uns der Garas was Schönes eingebrochen. Garas, Ferksen. Garas oder Ferksen ist eine Wichse, die rote Rotte ist an einer wert. Garas. Wir werden sehen, wie sich das macht. Ich bitte Sie, meine Herren, Platz zu nehmen. Meine sehr verehrten Herren, ich danke Ihnen, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Ich begrüße in Ihnen die prominenten Vertreter von Wirtschaft, Handel und Handwerk der Stadt, die Behörden, die Kirche und insbesondere auch die Herren der Presse. Stuff fehlt! Richtig, Herr Medizinalrat, Stuff fehlt, muss fehlen, da Herr Stuff nicht geladen wurde. Unser heutiger Verhandlungsgegenstand ist bekannt. Der Boykott der Bauern und unsere Maßnahmen dagegen. Ich schicke eins voraus. Der Demonstrationszug, der Blutmontag, wie ihn der abwesende Herr Pressevertreter so wirkungsvoll für die Interessen unserer Stadt getauft hat, bleibt aus der Debatte. Wir hier, meine Herren, können nicht entscheiden, ob Fehler gemacht worden sind. Jeder von uns ist irgendwie Partei. Im Übrigen hat der Herr Minister Bericht angefordert, der fällt die Entscheidung. Ich bitte sich also strikt daran zu halten, dass der Montag aus der Debatte bleibt.
Meine Herren, wir wissen, dass die Landvolkbewegung als Protest gegen das Vorgehen der altholmischen Polizei den Boykott über unsere Stadt verhängt hat. Ich will nicht davon reden, dass dieser Boykott sehr voreilig und sehr ungerecht verhängt worden ist, ohne jede Prüfung der Schuldfrage. Die Bauern können jetzt vielleicht nicht geduldig und gerecht sein. Ich will auch nur kurz erwähnen, dass dieser Boykott ja nur Unschuldige trifft. Wenn wirklich die Polizei schuldig ist, ich, meine Herren, und meine Unterstellten, wir kriegen unsere Gehälter weiter. Sie sind die Leidtragenden. Sehr richtig. Die Führer der Landvolkbewegung können das nicht übersehen haben. Wenn man trotzdem den Boykott verhängt hat, so scheint mir das dafür zu sprechen, dass man ihn mehr aus Propagandarücksichten beschlossen hat, als aus Empörung über den 1. August. Nun laufen in der Stadt ganz irrsinnige Gerüchte um über die Wirkungen des Boykotts. Meine Herren, lassen Sie sich nicht irre machen. Die Wirkungen des Boykotts sind minimal. Altholm ist eine Industriestadt. Die Kaufkraft steckt in der Arbeiterschaft. Glauben Sie doch nicht, meine Herren, dass die Bauern hier viel in Altholm gekauft haben. Wenn sie vom Markt kamen, hat die Frau ein bisschen Nähgarn geholt und der Mann ein Glas Bier getrunken. Es fällt wirklich nicht ins Gewicht. Aber, meine Herren, auch wenn der Boykott wirklich schlimm wäre, wir könnten nichts Verhängnisvolleres tun, als das auszusprechen. Wenn wir sagen, wir merken gar nichts von einem Boykott, der Boykott ist ein Papiergefasel von der Landvolkszeitung, und wenn wir das immer wiederholen, dann, meine Herren, ja, dann ist der ganze Boykott in 4 Wochen erledigt. Wir müssen ankämpfen gegen den Unverstand in der eigenen Stadt. Das geht natürlich nicht, dass Kaufmann Schulze, dem seit 3 Jahren 30 unverkäufliche Hosen auf der Stange hängen, zum Kaufmann Schmidt sagt, 30 Hosen habe ich nicht verkauft wegen des Bauernboykotts. Und es geht nicht an, dass immer von Neuem das Feuer geschürt wird, dass die Presse nicht aufhört, kleine, aufreizende Nachrichten zu bringen. In der Not muss man zusammenstehen. Wir haben hier unter uns Herrn Hauptschriftleiter Heinsius, einen treuen Sohn unserer Stadt. Ich denke, er wird mit uns einig werden, dass die Heimatpresse erst einmal einen Gürtel des Schweigens um die Ereignisse des 1. August legt. Sie zucken die Schultern, Heinsius. Ich denke, Sie werden noch mit dem Kopf nicken. Stuff, Redakteur Stuff. Meine Herren, um Redakteur Stuff wollen wir uns doch nicht sorgen. Ich glaube, Sie unterschätzen da die Macht- und Einflusssphäre unseres Herrn Heinsius. Wenn Herr Heinsius erklärt, die bürgerliche Presse schweigt, dann schweigt auch Herr Stuff. Nun ja, ich schweige ja auch schon, Herr Heinsius. Und das wären 2 Sachen, die ich vorzuschlagen hatte. Leugnen der Wirkung des Boykotts, schweigen über den 1. August. Das Dritte. Nun, meine Herren, wir wollen keinen Boykott gegen die Bauern beschließen. Mögen Sie ruhig weiter zu uns auf den Markt kommen. Aber wenn die Herren Gatten ihren Frau Gemahlinnen vielleicht nahelegen möchten, unsere heimischen Geschäftsleute besonders bei ihren Einkäufen zu berücksichtigen, namentlich auch im Hinblick auf die etwa ausbleibenden Bauerneinnahmen, nun, ich bin überzeugt, so ein Hinweis wird schon seine Wirkung tun. Unter uns sind ja natürlich keine Pantoffelhelden, die einen solchen Hinweis vergeblich aussprechen würden. Meine Herren, einer Sache dürfen Sie sicher sein. Der Nachteil, den uns die im Augenblick ausbleibenden Bauern bringen, wird verschwindend sein gegen die Vorteile, die wir auf der anderen Seite haben. Redensarten! Ich habe schon Verhandlungen angeknüpft mit einer ganzen Reihe von Arbeiterorganisationen. Dort ist man allgemein der Ansicht, dass Altholm für den Boykott durch die Bauern gewissermaßen entschädigt werden muss. Die Arbeiter werden ihre Veranstaltungen bevorzugt in Altholm abhalten. Das alles bringt Geld und Leute in Massen hierher. Und demgegenüber spielt es nur eine geringe Rolle, dass das Reitturnen hier nun wirklich abgesagt ist. Ich bitte um Wortmeldungen. Was hätte ich denn? Ich denke, ich höre nicht. Wer bescheid ist, Herr Bürgermeister. Bitte uns vor. Was ist es, Schein? Bitte Sie nicht dieses Wort. Haben Sie es sonst schon? Herr Schein, ohne Bühne. Meine Herren, zuerst hat sich der Herr Obermeister der Gastwirteinnung zu Wort gemeldet. Ich bitte Herrn Obermeister Besen, das Wort zu ergreifen. Ja, meine Herren, was soll ich dazu sagen? Wenn du das nicht weten da ist, hol den Mul. Was soll ich sagen, meine Herren? Da hat uns der Herr Bürgermeister Gares eine schöne Rede gehalten. Und ich denke, er hat uns fast alle überzeugt. Aber dann hören wir so ganz nebenbei, dass das Reitturnier abgesagt worden ist. Und da werden uns Aussichten gemacht auf irgendwelche Arbeiterveranstaltungen. Sehr ungewisse Aussichten scheint es auch noch.
Und dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass die heute von Herrn Bürgermeister so getadelte Chronik schon vor Tagen auf den Boykott und den Ausfall des Fahrturniers aufmerksam gemacht hat. Ja, meine Herren, wir haben Rundfrage gehalten bei den Gastwirten nach dem Schaden, der durch den Ausfall des Fahrturniers entsteht. Wir haben die uns mitgeteilten Zahlen sorgfältig geprüft, haben Abstriche gemacht und sind trotzdem auf die horrende Summe von 21.000 Mark gekommen. Ja, ja. Angesichts dieser Tatsache bin ich nun doch der Meinung, dass wir uns auf keinen Kampf mit dem Landvolk einlassen. Denn was der Herr Bürgermeister uns vorschlägt, das ist doch Kampf. Wir haben fast alle Verbindungen mit dem Lande. Ich schlage vor, dass wir diese Verbindung nutzen. Ich schlage vor, dass wir die Mitglieder einer Kommission wählen, die die Versöhnung mit der Landvolkbewegung betreiben soll. Und dass diese Kommission sich sofort mit den Bauern an den Verhandlungstisch setzt. Ja. Das Wort hat Herr Medizinalrat Dr. Linau. Meine Herren, da haben wir den Salat. Wir drei Vertreter der Deutschnationalen Volkspartei haben gewarnt und gewarnt, aber auf uns hat man natürlich nicht gehört. Da hieß es immer Kompromisse, Schuster mit den Roten, und nun sitzen sie drin. Und nun erleben wir die, gelinde gesagt, starke Zumutung von Herrn Bürgermeister Gareis, dass er uns hier einlädt und unverblümt erklärt, ja, meine Herren, wir von der Polizei haben den Karren verfahren, nun machen Sie mal Vorschläge, wie er wieder aus dem Dreck zu ziehen ist. Ich stelle den Antrag, dass die Versammelten den unerhörten Polizeiterror missbilligen und der Landvolkbewegung ihr tiefstes Bedauern aussprechen. Herr Kaufmann Braun hat das Wort. So, meine Herren, mir ist es ähnlich gegangen wie Herrn Besen. Auch ich war pessimistisch, wurde optimistisch und sehe jetzt alles schwarz. Aha. Ich möchte mir dort den Vorschlag erlauben, ob man nicht den Antrag von Herrn Bürgermeister mit dem von Herrn Besen verbinden kann. Das heißt, Wirkung gegen den Boykott und sofort aufzunehmende Verhandlungen. Herr Parteifunktionär Matthies. Die opportunistische Zweite Internationale der Sozialdemokratie, die zur Agentur des Imperialismus innerhalb der Arbeiterklasse geworden ist. Sprechen Sie zur Sache. Der Genosse Gareis wünscht, dass ich zur Sache spreche. Dabei hat er gleich zu Anfang selbst verboten, dass zur Sache gesprochen wird. Ich stelle als zur Sache gehörig fest, um den 1. August, das heißt um den Polizeiterror, soll ein Gürtel des Schweigens gezogen werden. Zur Sache oder ich entziehe Ihnen das Wort. Was in Altholm geschehen ist, hat uns nicht überrascht. War es nicht der sozialdemokratische Polizeipräsident von Berlin, Karl Zörgiebel, gedeckt von dem sozialdemokratischen preußischen Minister des Innern, Albert Gretschinski, der am 1. Mai dieses Jahres, das ist doch keine 4 Monate her, auf demonstrierende Arbeiter schießen ließ? Auf Kommunisten. Ach, auf Kommunisten darf geschossen werden, meinen Sie? Ich entziehe Ihnen das Wort. Die 31 Toten vom 1. Mai, gehören die auch nicht zur Sache? Sie dürfen nicht weiterreden, das Wort ist Ihnen entzogen. Darüber, Genosse Gareis, darf nicht geredet werden. Aber wenn zwei Bauern etwas über ihre Dickköppe kriegen, dann schreit alles Zeta und Mordio. Ich stelle fest, der sozialdemokratische Bürgermeister Gareis stellt uns von der KPD unter Sonderrecht. Ich darf nicht reden, während die anderen reden dürfen, so viel sie wollen. Wenn Sie zur Sache reden, dürfen Sie sprechen. Ich rede zur Sache. Wieder einmal haben sich die Herren Sozialdemokraten festgefahren. Und wieder einmal müssen sie den Klassenfeind, die Unternehmer von Altholm, um Hilfe bitten. Das zeigt klar, das klassenbewusste Proletariat kann seine historische Funktion, die Vernichtung der kapitalistischen Ordnung und die Aufrichtung der proletarischen Diktatur, nur im unerbittlichen Kampf gegen die Sozialdemokraten erfüllen. Diese wahren Handlanger der Bourgeoisie. Die Bush. Hurra, die Sowjetrepublik! Es lebe Sowjetdeutschland! Ja! Meine Herren, ich will kurz einige an mich gerichtete Fragen beantworten.
Herr Obermeister Besen, was jene Warnung in der Chronik angeht, so habe ich diese Warnung vor mir. Es ist nicht etwa eine redaktionelle Notiz. Es ist, meine Herren, ein anonymes Eingesandt. Und zwar erschien dieses Eingesandt zu einer Zeit, als die Bauern noch gar nicht an einen Boykott dachten. Das ist das, meine Herren, was ich das Feuerschüren nenne. Selbstverständlich, Herr Heinsius, hat es mir vollständig ferngelegen, den so verdienstvollen und maßhaltenden Nachrichten einen derartigen Vorwurf zu machen. Meine Herren, wir sind, wie der Turnierfall beweist, in der Lage einer Stadt, die vom Feinde eingeschlossen ist. Wir dürfen Hilfe von der Regierung erwarten, aber wann diese Hilfe kommt, das steht dahin. Mittlerweile ist nichts so nötig, wie zusammenzustehen und einig zu sein, einig zu kämpfen. Es ist der Vorschlag gemacht worden, sich mit den Bauern an den Verhandlungstisch zu setzen. Meine Herren, Sie setzen sich aber nicht mit den Bauern an einen Tisch. Im besten Falle kommen Sie mit irgendwelchen sogenannten Führern zusammen, die sich aus der Not der anderen ihre Riemen schneiden wollen. Ja, unerhört! Das ist unerhört, jawohl, aber das ist so. Zeigen Sie keine Schwäche, verhandeln Sie nicht. Setzen Sie dem schleswig-holsteinischen Bauern-Dickkopf den schleswig-holsteinischen Städter-Dickkopf entgegen. Seien Sie einig, meine Herren. Im Übrigen verspreche ich mir von einer weiteren Debatte nichts. Ich schließe also die Debatte. Ich bitte Sie, meine Herren, über meine Vorschläge abzustimmen. Wer meine drei Vorschläge annimmt, hebe die Hand. Das ist die Minderheit. Meine Vorschläge sind also abgelehnt. Ich bedauere in dieser Sache im Augenblick nichts weiter tun zu können. Sie wünschen, Herr Besen? Einen Augenblick, Herr Bürgermeister. Es steht noch ein weiterer Vorschlag zur Abstimmung. Sofort mit den Bauern Verhandlungen anzuknüpfen. Ich bitte darüber, abstimmen zu lassen. Tun Sie das? Ich kann nur noch einmal warnen. Wer für Verhandlung ist, der hebe die Hand. Das ist weitaus die Mehrheit. Ich danke Ihnen, meine Herren. Es bleibt uns nur noch die Kommission, für die ich den Namen Versöhnungskommission vorschlagen möchte, zu wählen. Und ich möchte an erster Stelle Herrn Bürgermeister Garas vorschlagen. Lehnt ab! Und die weiteren Wahlen, meine Herren, bitte ich doch vielleicht an einem anderen Orte, etwa im Ratskeller, vorzunehmen. Ich möchte nicht, dass eine Sache, die ich von Grund auf missbillige, in meinen Amtsräumen durchgeführt wird. Zu Deutsch, meine Herren, wenn es nicht nach dem Kopf von Herrn Garas geht, wird man hinausgeworfen. Ganz richtig, Herr Medizinalrat, ich werfe hinaus. Guten Morgen, meine Herren. Ist okay. Guten Tag, was wünschen Sie? Ich bin Bua Keding. Guten Morgen, Harry. Sind Sie der Mann, der Zeitung geschrieben hat? Der bin ich. Wo hätten Sie denn? Stuff, Hermann Stuff. Dann sind Sie der Richtige. Ich dachte, alle, wir auf die Nachrichten kommen. Nee, hier sind Sie bei der Chronik. Das ist die Stocku, den Bericht von den Srebenstreit. Er wäre 7 Zentimeter stark und eine gefährliche Waffe. Und Sie haben ihn zurückbekommen? Unsinn. Das ist der Bruder von Herrn Stock. Wo's vor, bitte? 2,5 Zentner. 2 Zentner, sostig. Und hef ich jas. Kann ich da mit dem Ladenschwingelstückchen rumlupen? Gefährliche Waffe, lächerliches sowas. Ja, das ist es. Sie haben es aber gedruckt. Da stand im amtlichen Bericht, ich habe auch anderes gebracht. Richtig. Und nun sollst du wieder was bringen. Ein Brief, ein Eingesandt mit meinem vollen Namen. Da, lest sie. Offener Brief an die Stadtverwaltung Altholm. Fordere ich den schuldbeladenen Polizeiinspektor Freixen und den schuldbeladenen Bürgermeister Garis sofort zu entlassen. Eine Frist von 8 Tagen. Binnen widrigenfalls die Landwirtschaft zur Selbsthilfe. Im Namen vieler Landwirte, Bauer Keding, Negen Harry. Bisschen scharf, was? Wäre ja wohl irgendein scharf, was der Schupomie krüppelt, den Stock weggerät, dass ich länger langs hinzlöch. Das ist doch fein. Damit kannst du beweisen, dass du deine Eingesandten nicht selber machst. Ist das eine echt, war das andere auch echt. Was ist denn das für ein? Na, der ist gewissermaßen mein Schreibknecht. Tja, was ist das? Her damit!
Sie Tintenkleckse, Sie sind genauso Gehorschläger als die anderen auch. Als die anderen auch. Dem ist der Schreibknecht in die falsche Kehle gekommen. Ivo, der Mann ist gut. Der hat deine Bilder gerochen, Max. Quatsch. So, dann was denn für ein wütender Kerl? Das auch, das war bloß so ein Bauer. Hier kommen jetzt mehr Bauern. Sie haben noch 5 Minuten Zeit für mich, Herr Stoff. Ich habe Ihnen was mitzuteilen. Ja, eigentlich habe ich keine Zeit, aber für Sie. Kommen Sie mal rein in die gute Stube. Komm mal mit, Drehgut. Vielleicht fällt ein Inserat ab. Ich habe Ihnen mitzuteilen, Herr Stuff, dass beschlossen ist, die Presse stellt alle Veröffentlichungen in der Landvolkssache vorläufig ein. So. Ja. Die Leute sind so unruhig. Die Leute müssen erst mal wieder ruhig werden. Darf ich fragen, Herr Braun, wer da eigentlich über meine Zeitung Beschluss gefasst hat? Lieber Herr Stuff, wir kennen uns doch nur so lange. Ich bin so ein fleißiger Insolent bei Ihnen. Sie werden doch nur nicht beleidigt sein. Gareis etwa? Nein, eben nicht Gareis. Wir waren bei ihm und er wollte einen Kampf gegen die Bauern, den wollten wir aber nicht. Natürlich nicht. Und da haben wir eine Versöhnungskommission gebildet, die die Stadt mit den Bauern versöhnen soll. Und haben beschlossen, dass vorläufig nichts mehr geschrieben werden soll. Es muss ja erst einmal Ruhe sein. Herr Braun, Sie hören doch gut. Ich denke. Haben Sie gehört, was ich eben gefragt habe? Ich will wissen, wer wir ist. Nicht, wir haben eine Kommission gebildet, wir haben beschlossen. Dass der eine wir, das Textilwarenhaus für Gelegenheitskäufe und Partiewaren Franz Braun ist, das haben wir nun gelöffelt. Aber die Kommission besteht ja nicht allein aus Ihnen. Lieber Herr Stuff, ich weiß wirklich nicht, ob ich Ihnen Namen nenne. Wirklich nicht? Und Sie sind so töricht, zu glauben, dass ich auf so eine Mitteilung von Ihnen den Nachrichtenteil meiner Zeitung ändere. Ja, offen gesagt, ich bin so töricht. Ja. Wenn Sie so reden, bitteschön, Sie werden Ihren Nachrichtenteil ändern. Ach nee. Wirklich? Können Sie sich noch genau an die Tür erinnern, durch die Sie reinkamen? Sie werden ihn ändern, weil man sich für Sie verbürgt hat. Ja, ich sage es gerade raus. Ihr Kollege Herr Heinsius hat uns Ihr Schweigen zugesagt. Lieber Herr Stuff, es tut mir ja leid. Wir wissen doch Bescheid. Nun, Heinsius hat es uns vertraulich erzählt. Ich trage Ihnen auch bestimmt nicht nach, was Sie vorhin gesagt haben. Ich inseriere bestimmt weiter. Ich glaube, Sie gehen jetzt, lieber Herr Braun. Ich hätte gern eine bindende Zusage. Wozu brauchen Sie die eigentlich, wenn Heinsius gebürgt hat? Schmeiß ihn raus, Max! Schmeiß diesen Schleimvieh raus, oder ich tue ihm was! Warum gerade Sie so sind? Ich könnte ja auch reden von einem Eingesandten, das in meinem Namen geschrieben ist. Auf, Max. Ich brauche keine Zuschauer, wenn mir der Schwanz abgehackt wird. Nein. Bleib. Wenn wir jetzt den Brief von dem Bauern diesem Kading hätten.
50 Mark gebe ich dafür. Wozu? Du darfst doch nichts bringen. Dem spucke ich doch ins Bier. Denkst du, ich lasse der Wanze dem Textilbrauen die Freude? Wenn es der Killing als Inserat aufgäbe, die eingesandt, hat mir der Gebhard verboten. Aber Inserate dürfen wir doch nicht zurückweisen. Nein. Ja? Ja. Hundertmal? Meinetwegen auch. 20 Mark Vorschuss. Da. A Konto. Ich mal wissen, warum ich immer deine Scheiße ausräumen muss. Weil du kein Geld hast, mein Junge. Bist du reich, räumen andere deine Scheiße weg. Wenn die Bauern saufen, dann meistens bei Tante Lieschen in der Hinterstube. Tschüss, Kamerad. Pass auf, die Bauern sind ja nicht grün. Scharf auf die kleinen Mädchen, was? Immer, immer. Pflücke die Rose, ehe sie erblüht. Ehe, glänzend. Das muss ich meiner Frau erzählen. Und wer bezahlt das Auto? Wenn die Verhandlungen klappen, bezahlt die Stadt den ganzen Bims. Und wenn sie nicht klappen? Nicht klappen, aber Herr Doktor, wenn ein Herr Doktor Hüppchen mitfährt. Ja. Sehen Sie mal diesen uniformierten Affen an. Hochmäßiger denn je, dass der hier immer noch rumlaufen darf. Wissen Sie nicht? Fragst du mal an Ostsee in der Sommerfrische. In Wilmitz, da haben sie in einer Woche rausgesetzt. Aber wie? Die Zimmer haben immer von Ungeziefer gewimmelt. Und jeden Morgen war seine Burg am Strand vollgeschissen. Sagen Sie mal, wie haben Sie das eigentlich gemacht, Herr Medizinalrat? Ich meine, mit dem Bauern in Kontakt zu kommen. Naja, als Stahlhelm hat man so seine Beziehung. Bei Nazis waren auch dazwischen. Ist ja ganz egal, wie. Hauptsache, es hat geklappt. Glockenschlag, 3 Uhr nachmittags, Rathausplatz in Schleswig. Der Hüppchen soll ja Abstinenzler sein. Und Rohköstler. Stimmt das? Sieht man. Thank you.
verstehe das nicht. Wir jedenfalls waren pünktlich. Bestellt und nicht abgeholt. Wird es doch nicht sein? Ivo, der Patberg kommt mindestens. Sie möchten mir den Platz fremdmorgen, blanken Chauffeur, dass ich dir den wegwiesen kann. Sind Sie denn derjenige welcher? Das will ich nie. Sollen Sie uns holen? Ich soll bloß den wegwiesen. Wohin denn? Weit nie. Also fahren wir los. Kommen Sie mal nach hinten zu uns, Herr Medizinalrat. Kommen Sie. So. Hopp. Hopp. Ist es denn weit? Weit nie. Nur damit wir wissen, ob wir tanken müssen. Gott sei Dank, ich dachte schon, die wollen uns wieder nach Altholm schicken. Wissen Sie, wo wir hier sind? Keine Ahnung. Lieber Herr, wollen Sie uns nicht sagen, wohin das geht? Ich weiß nur, dass wir irgendwo zwischen Ostsee und Nordsee sind, aber wo? Müssen die Bauern ja kommen.
Schöne Affen und so herumzuhetzen. Da. Irgendein Tier. Soll ich den Motor abstellen? Stell man ab. Also ist es hier. Nach acht. Was soll das? Werden wir durch den Koks geholt? Nein. Warum kommen die nicht? Das ist noch zu früh. Da muss es düsterer werden. Warum sind wir um drei bestellt? Warum lässt man uns so lange warten? Wir haben seit dem 1. August warten müssen. Das ist eine maßlose Bauernfrechheit! Das ist Dummdreistigkeit! Verstehen Sie das? Wir sind die Führer von Altholm! Hören Sie! Wir sind hier Affen! Merken Sie sich das! Wohin wollen Sie denn? Bitte, mein lieber Herr. Sie werden uns doch jetzt nicht alleine lassen. Der Medizinalrat hat's nicht böse gemeint. Ich führe euch nur, wenn ihr stille seid. Nein, mein Herr. Gott, wir sind in Altholm. Das ist doch die Auktionshalle von den Rotbunden. Diese gottverdammten Bauern. Thank you.
Meine Herren, wir danken Ihnen, dass Sie Ihr Versprechen schließlich doch noch gehalten haben. Sie haben uns zum Narren gehalten. Nun, wir können uns auch mal narren lassen, wenn nur das Ergebnis gut ist. Schlage also vor, meine Herren, wir machen Schluss mit der Feierlichkeit und der stimmungsvollen Beleuchtung, setzen uns irgendwo bei einem Top Bier und einem deftigen Korn zusammen und quasseln uns unsere Beschwerden vom Herzen. Einverstanden? Sie wollen wissen, unter welchen Bedingungen die Landvolkbewegung bereit ist, Frieden mit der Stadt Altholm zu schließen. Die Bedingungen lauten: Erstens, ehrenvolle Rückgabe der Fahne. Zweitens, sofortige Entlassung der Schuldigen Frerksen und Gareis aus dem Dienst. Drittens, strafrechtliche Verurteilung der Polizeibeamten, die mit der blanken Waffe gegen die Bauern vorgegangen sind. Viertens, lebenslängliche auskömmliche Pension für die verletzten Bauern. Fünftens, eine einmalige Geldbuße von 10.000 Mark. Sind die hier anwesenden Vertreter der Stadt Altholm bereit, diese Bedingungen anzunehmen? So haben Sie die Schriftstück als selbstschuldnerische Bürgen zu unterzeichnen. Aber lieber Herr... Irgendwelche Diskussion ist ausgeschlossen. Aber Herr Reimers, das können wir doch gar nicht. Die Fahne hat die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Und wie können wir Beamte entlassen? Wie können wir Strafen... Nehmen Sie die Bedingungen an. Aber wir können doch nicht... nicht auseinandergehen. Zuerst müssen wir besprechen, was wir den anderen sagen wollen. Außerdem habe ich Durst. Ja, ich auch. Ich schlage vor, wir lassen uns von Toleis ins Rote Kabuff fahren. Und da können wir uns wenigstens ungestört ausquatschen. Bitte nicht in ein so zweifelhaftes Lokal. Wenn wir hinfahren, dann dürfen Sie auch. Wow. Ah, da sind Sie endlich. Ja. Nein! Meine Herren, sehen Sie doch. Der kippt sich Himbeersaft auf den Sauerkohl. Aber meine Herren, Sie wissen doch, ich bin Vegetarier. Das schmeckt glänzend. Oh! Doktor! Das ist mir eingefallen. Ist Sie das irgendwo, wo wir das nicht sehen? Versuchen Sie doch mal! Wie geht? Mir wird das Fleisch schon mal dicker im Mund und die Zähne so lang. Das ist gottverdammte Perversität. Franzosen fressen solchen Schweinkram. Aber Sie brauchen ja nicht hinzusehen. Freilich, wenn es wirklich stört, dann drehe ich mich an. Muss Ihre Mutter eine komische Frau gewesen sein? Na, wer Sie mal heiratet, Doktor? Wer soll den heiraten? Toleis, möchten Sie den Doktor heiraten? Meine Herren, wir alle sehnen uns nach den heutigen Strapazen zum gemütlichen Teil des Abends zu kommen. Ich mache es sehr kurz. Unsere Kommission ist gescheitert. Was da an Forderungen genannt wurde, meine Herren, das ist so wahnwitzig, dass es nicht mal als Ausgangspunkt für Verhandlungen genannt werden kann. Ich schlage daher vor, wir geben unsere Ämter unseren Auftraggebern zurück. Ich schlage weiter vor, wir erklären Bürgermeister Gareis, dass wir nach näherer Überlegung seinen Kampf gegen den Boykott akzeptieren wollen. Tun, was das rote Schwein vorschlägt? Niemals. Wissen Sie was Besseres? Niemals. Es muss ja auch noch geklärt werden, was wir über die heutigen Ereignisse berichten wollen.
Wird bekannt, wie man uns mitgespielt hat, kann uns das sehr schaden. Ich schlage vor, alle Teilnehmer verpflichten sich ehrenwörtlich zu schweigen. Ich würde solche Ehrenwort nicht geben. Stuff muss das unbedingt erfahren. Warum denn? Stuff darf hier doch nichts bringen, das ist ausgemacht. Stuff hat auch einen offenen Brief an die Stadt gebracht. Ja, das wird ihm noch sauer aufstoßen, hier im Stuff. Die Stadt der Strafantrag. Bitte, das war ein Inserat. Ein Inserat? Gott, sind Sie naiv. Jedenfalls ist mir Stuff 10.000 Mal lieber als die Pflaumenweichen von den Nachrichten. Und Sie wissen nicht, dass Nachrichten und Chronik eine Wichse sind. Sie können mir aber leid tun. Meine Herren, verhandeln wir hier über Herrn Stuff. Und wenn der Gebhardt 100 Mal den Stuff kauft, der ist nicht zu kaufen. Sagen Sie das nicht so laut. Es gibt Leute, die ihn schon gekauft haben. Und wer bitte? Klatsch ist kein Beweis. Herr Stahlhelm. Der Stahlhelm hat nie auch nur einen Pfennig an Stuff gezahlt. Aber an Schappelt, bei der Hindenburg-Wahl. Das ist eine infame Lüge. Unser verehrter Herr Reichspräsident hat es nicht nötig. Und jetzt geht Eugel Stuff mit den Nazis. Mit den grünen Jungs? Es tut mir leid, Herr Braun, aber Sie sind ein politischer Idiot. Was erlauben Sie sich da, ja? Pass auf, geht! Betty! Ja? Und sieh doch mal, was ich hier angerichtet habe. Und setz dich doch dann ein bisschen zu uns, liebes Kind. Hm? Und bring auch deine Freundin mit. Und wenn du sonst noch ein paar nette Mädchen weißt. Ich will mal sehen, Emil. Aber Wein müsst ihr ausgeben. Sonst erlaubt das Frau Wendehals nicht. Versteht sich. Wir setzen uns dann ins Clubzimmer. Meine Herren, in 5 Minuten sind die Mädchen da. Bis dahin müssen wir uns einig sein. Was sollen wir eigentlich mit den Mädchen? Mädchen? Lücken. Der Ausdruck Nutten stimmt gar nicht. Das sind alles hochanständige Mädchen, die noch lange nicht mit jedem gehen. Sich nur was zu verdienen. Bezahlen Sie den Wein? Ich habe für sowas kein Geld. Bitte abzustimmen. Erstens, wir gehen in unsere Ämter zurück. Ja, drei ja, nein. Drei nein. Drei ja, drei nein. Was für ein Quatsch, toller ist, Sie als Chauffeur können doch nicht mitstimmen. Also drei ja, zwei nein, wir geben unsere Ämter ab. Zweitens, wir erklären die Verhandlungen mangels Entgegenkommens von Seiten der Landvolkbewegung für gescheitert. 4 ja, 1 nein. Drittens, wir nehmen die Vorschläge von Gais an. 2 ja, 3 nein, also abgelehnt. Viertens, alle Teilnehmer der Expedition verpflichten sich ehrenwörtlich über die näheren Umstände der heutigen Aktion das Maul zu halten. 4 ja, 1 nein, also haben wir alle unser Ehrenwort gegeben. Ja, wieso denn? Ich habe mein Ehrenwort nicht gegeben. Aber Herr Medizinalrat, Sie sind doch überstimmt. Ja, habe ich deswegen mein Ehrenwort gegeben? Eben hätte aber auch Tholeis mitstimmen müssen. Also jetzt fangen wir nicht noch mal von vorne an. Wir sind alle zum Schweigen verpflichtet. Und ich erzähle es doch, Stuff. Wann trägt jeder Einzelne seinen Anteil an den Kosten der Expedition? Andernfalls erkläre ich mich als Stadtverordnetenvorsteher bereit, alles aus dem Verkehrspropagandafonds der Stadt zu zahlen. Auch die Mädchen? Alles. Na, wenn das nicht korrupt ist. Aber schön. Wenn es Ihnen so viel Spaß macht, welche Schnauze halten. Na, sehen Sie? Vernünftig muss man sein. Realpolitisch denken. Lass uns im Meere versinken von Sehnsucht und Schmerz. Lass uns in Sünden ertrinken mit Seele und Herz. Küss mich mit Fieber und Gluten. Lass mich in Liebe verbluten. Doch lass mich morgen vergessen, dass ich dich heute besessen. Denn 1, 2, 3 geht das Glück vorbei. Und du merkst es kaum, dass du dran. 1, 2, 3. Und ich sag dir, Siegerchen, frag sensibel, den haben die Kommunisten. Quatsch. Doch, es ist sehr geheim. Ich weiß es von meinem Bruder, der ist arbeitslos. Und der hat es auf dem Arbeitsnachweis gehört. Gareis hat gesagt, es ist alles erlogen mit dem Säbel. Vielleicht haben sie den angelogen. Und ich weiß auch, wer den Säbel hat. Quasselt nicht so viel von dem Säbel. Wir haben alle einen. Oder etwa nicht? Oder ist hier einer, der keinen hat? Das Schwein melde sich. Hey, Doktor, du, hast du nicht gehört? Du sollst dich melden.
Wie bitte? Ich habe wirklich nicht zugehört. Sagen Sie mal, Doktor, warum piepsen Sie eigentlich immer so? Haben Sie schon immer so gepiepst? Und dafür können Sie auch nicht auf dem Kirchenchor singen. Das Schwein wird einfach nicht besoffen. Was hilft denn alles, wenn das Schwein nicht besoffen wird? Hier macht eben einfach einer nicht mit. Dir mal ein Stück Cognac geben. Einen ganzen? Ja, einen ganzen, verstehst du? Lassen Sie mal die Trulle los. Was wollen Sie denn mit dem Wald? Ich soll doch wohl nicht hingerichtet werden. Verehrter Doktor, hochverehrte Anwesende. 3 Jahre ist es her, dass Herr Dr. Hüppchen seinen Einzug in unsere schöne Stadt Altholm hielt. Als wir zuerst das Bücherrevisorenschild an seiner Tür sahen, dachten wir alle, na, der haut auch bald wieder an. Aber Herr Dr. Hüppchen ist geblieben. Er ist ein Bürger unserer Vaterstadt geworden, ein wertvolles Mitglied unserer Gemeinschaft. Darum ist es nur recht, dass wir Herrn Dr. Hüppchen als vollgültiges Mitglied unserer Gemeinschaft in unserer Runde aufnehmen und ihn zum ehrlichen Altholmer erklären. Wollen wir das, Versammelte? Jawohl! Sind Sie damit einverstanden, Herr Dr. Hüppchen? Jawohl, ich danke Ihnen. Dann knien Sie nieder. Möchten Sie mal niederknien? Nicht hier auf dem Fußboden. Ja, knien Sie von mir aus auf dem Klubsessel nieder, das ist sogar noch viel besser. Betty? Verbinde Herrn Dr. Hübschen die Augen. Na, und nun das? Nein, bitte. Ja, aber Sie werden doch kein Spielverderber sein. Jeder ist so aufgenommen. Fest. So. Sehen Sie noch was, Herr Doktor? Gar nichts. Herr Doktor, ehe ich dir den Altholmschen Ritterschlag erteile, hast du noch den geheimen Treueschwur zu leisten. Sprechen Sie mir nach. Ulam. Ulam. Viel lauter. Ararat. Ararat. Aber, das ist ja noch gar nichts. Du musst den Mund noch viel weiter aufmachen. Ulam ararat. Ulam ararat. Nein, halt! Musst du lernen, Doktor. Es ist gemein, nüchtern zu sein, wenn sich die anderen besaufen. Das ist nicht kameradschaftlich, nicht anständig. Meine Herren, meine Grundsätze. Ja, natürlich. Ich verstehe ja. Und es macht auch nichts. Wenn man gezwungen wird, macht das nichts. Da siehst du, mein Junge, wir sorgen schon für dich. Du sollst auch ein paar neue Kunden haben. Pass auf. Ich darf doch nicht.
Ich befehle es dir. Sauf schon. Schlage ich vor, wir machen es uns bequem. Ich meine wirklich bequem. Was soll die Kledage bei der dämlichen Hitze hier? Und die Mädchen sind auch viel netter ohne. Also, los! Ja, da hast du recht! Ja! Kick mal, Betty, dein Aussehen geht kein Böckchen. Hast du das gemerkt? Was hast du den ganzen Abend gemacht? Guck mal, der dicke Franz, wie süß. Aber Mutter, Mutter, aber Mutter. Die Scham liegt nicht im Hemde. Kommt doch ins Hemde, Minna. Na, wie geht's denn, Doktor? Hm? Hier ist wirklich nicht warm. Los, los, Nenneken. Hier gibt's keine Geschichten. Oh, ist denn nur mein Säbel hin, Säbel hin, Säbel hin. Also, Doktor, nun machen Sie keine Geschichten. Sie wollen es doch nicht mit uns verderben. Bei uns machen immer alle alles mit. Alles. Lud ihm doch Noten, den armen Kerl. Als Maulsau. Doktor, ich sag's Ihnen jetzt zum letzten Mal. Sie tragen die Folgen. Trink, mein Lütten. Das gibt Maut. Gott, für Lüt. Gott, sie wie ein Baby. Oh. Ja. Denk an die Kinder, Max. Toll. Ich hätte ihn auch nicht abgeschickt. Was in aller Welt? Nein, nicht. Lass uns heute nicht davon reden. Morgen, wenn du willst. Du hast mir den Strauß mitgebracht. Lass es uns noch einmal versuchen. Ich will auch sein, wie ich früher war. Gib mir den Brief. Wir verbrennen ihn im Herd. Ich schwöre dir, ich schreibe nie wieder ein. Und ich hätte ihn auch nicht abgeschickt. Bestimmt nicht. Weißt du, dass das eine Erpressung ist? Für die es Zuchthaus geben kann.
Und Stuff hätte immer gedacht, ich bin es gewesen. Alle hätten das gedacht. Max, bitte. Ich habe nie gesagt, dass es Stuff gewesen ist, der die Mädchen hat abtreiben lassen. Das hast du dir aus dem Finger gesogen. Ganz jemand anders hat es mir gesagt. Bitte gib den Brief. Und weißt du, was das Gemeinste ist? Du hättest nicht nur Stuff und mich reingerissen. Die armen Mädchen wären auch reingefallen. Deinetwegen. Weil du von Stuff 500 Mark erpressen willst, hätten sie ins Gefängnis gemusst. Ich war so böse. Und ich hätte ihn auch nicht abgeschickt. Auch wenn Stuff es verdient hätte. Stuff hat es nicht verdient! Er ist schlecht. Er verführt dich zum Saufen und zu schlechten Sachen. Und es ist gemein, wie er mit den Mädchen umgeht. Und mit mir wolltest du zu derselben Frau gehen. Damit unser Kind... Na gerade! Willst du wieder ein Kind kriegen? Haben wir den anderen nicht genug? Wir haben doch jetzt Geld. Wir könnten gut noch eins haben. Wir haben kein Geld! Wir sind die 1000 Mark zu Kopf gestiegen, die es gar nicht gibt. Ich habe sie nicht. Und du wirst sie nie, nie zu sehen kriegen. Du lügst! Das ist gerade so wie mit Stuff. Erst sagst du, er ist es nicht gewesen mit dem Abtreiben und dann sagst du, er und die Mädchen fallen rein. Und das Geld hast du darum auch. Nichts habe ich. Gemein bist du. Geldgierig. Meinen besten Freund willst du um 500 Mark erpressen. So gemein bist du. Ich will gar kein Geld. Ich will sie gar nicht, deine 1000 Mark. Und das Schweinegeld von deinem Stuff will ich auch nicht. Aber ich weiß, solange ich deine 1000 Mark nicht habe, kommst du nicht wieder zu mir. Solange du die hast, denkst du ja, du kannst weg von uns und kümmert dich einen Dreck um uns. Schöne Logik. Du willst sie nicht haben, aber haben willst du sie doch. Gerade. Das ist gerade logisch. Ich sage dir, du, wenn du solchen Brief nochmal schreibst, wenn du ihn abschickst, ich lasse dich sitzen. Jeder Richter trennt eine Ehe, wo die Frau so gemein ist. So. Wenn der Mann so gemein ist? Wenn der Mann hingeht und Bilder verkauft und verrät arme Bauern, dass sie ins Kittchen kommen? Das ist anständig, was? Und das Geld, das gibt er nicht mal seiner Frau. Das Geld, das versäuft er. Das ist anständig, was? Ich hätte meinen Brief nie, nie abgeschickt. Du aber hast deine Bilder verkauft. Das ist ganz was anderes. Ein Pressefotograf verkauft seine Bilder an alle. So, ist das was anderes. Ich kann da keinen Unterschied sehen. Aber natürlich, wenn du was tust, ist ja immer was anderes. Aber weißt du, was du bist? Ein Verräter bist du. Mich hast du auch verraten. Mir haben wir schon erzählt. Wenn du besoffen bist, erzählst du im Biertisch, wie ich im Bett bin. Hör auf. Die Kinder. Ich will meinen Brief wieder haben. Ich will nicht, dass du mit meinem Brief in der Tasche rumläufst und wenn du einen in der Krone hast, jedem erzählst, was für eine gemeine Frau du hast. So mein Gott nicht, Herr Fredop. Ich hab's ja lang auf dem Kicker. Ewig kommst du besoffen, Hus am Mox-Kanal. Ton ersten Günther, König. Auf! Der ist ja gar nicht zu halten! Und der Kündigung, den nimmt ihn nicht an! Du bestimmt ein Wohnungsamt selber, ob ihr blieft oder nicht!